Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich etwas für Camping und Outdoor. Also ich habe es mir eigentlich gekauft zum Angeln, wenn ich irgendwo an Wildgewässer angeln bin und das mehrere Tage, weil ja, beim Karpfenangeln ein Tag bringt es nichts und da gehe ich immer mehrere Tage und da ist es gut, wenn man sich auch natürlich pflegen kann bzw. duschen kann. Gerade im Sommer, wenn man in der Sonne und in der Hitze draußen ist, schwitzt man und da ist eine Dusche am Abend ja, sehr gut. Und ja, da habe ich mir so eine Campingdusche gekauft. Das ist einfach ein dunkler Sack mit einem Duschkopf dran und man kann das auf- und zuschließen, 20 Liter und ja, maximal mit der Sonne wird das auf 50 Grad aufgewärmt. Ja, da sollte man natürlich vorher testen, bevor man duscht und vielleicht auch nicht direkt in die pralle Sonne raushängen. Ja, denn sonst kann man sich bei solchen Temperaturen etwas verbrennen. Aber ja, schauen wir mal hinein, was man da alles in der Verpackung findet. Also, natürlich, das ist das ganze Teil. Eine Gebrauchsanleitung sehe ich hier jetzt gar nicht. Wie gesagt, das Ganze hat 20 Liter Wasservolumen, beziehungsweise es kann 20 Liter fassen. Und das ist das Teil, hier füllt man Wasser hinein und hier schraubt man danach diesen kleinen Duschkopf dran, aber das zeige ich mal gleich. Also, das hängt man dann ganz einfach auf und dann ist es fertig zum Duschen und schauen wir uns jetzt einmal die anderen Teile auch noch etwas genauer an. Also hier haben wir noch Utensilien zum Aufhängen. Das kann man hier auch durchstecken und so weiter. Das Wichtigste natürlich ist dieser Duschkopf. Also damit, ja, das ist ein ganz kleiner Duschkopf und hier hat man so einen Schraubverschluss, was man sicher auch kennt. Und dieses Teil hier, dieses Ende vom Duschkopf steckt man einfach drauf und dann hat man hier eine Möglichkeit, das Ganze zum Auf- und Zumachen. Und ja, macht man es auf, kann man mit dem Duschkopf den Wasserstrahl lenken und jetzt schauen wir mal, wozu dieser eine Arm dort dran ist. Also hier die Bedienungsanleitung, schauen wir mal, die Campingdusche, bauen Sie die Dusche zusammen, führen Sie das Rohr in das Loch an der Rückseite des Tragegriffs. So. Führen Sie das Rohr in das Loch an der Rückseite des Tragegriffs. Hier hinein, glaube ich, weniger. Oder doch? Also, hier wird dieser Tragegriff bzw. das Rohr hinter dem Tragegriff eingeführt. Hier ist ein Schlitz, das passt genau durch. Und dann befestigen Sie die mitgelieferte Schnur um den Tragegriff. Achten Sie darauf, gut festzuziehen. Wasser einfüllen,
den Deckel öffnen, Wasser einfüllen, den Deckel schließen, Wasser aufheizen lassen, platzieren Sie die Dusche in der Sonne, platzieren Sie die schwarze Seite nach oben. Also das kann man auch ganz einfach nur in die Sonne legen, so, und das heizt sich dann schön selber auf, und wenn man duschen möchte, dann hängt man das Ganze auf und ja, hier einfach das Ganze gut befestigen. Ich werde hier mal ganz einfach 4 Knoten hineinmachen. Und dann sollte das eigentlich auch gut halten. So. Also. Und das wird dann einfach so aufgehängt. Irgendwo auf einem Baum, auf einem Ast hängt man das auf. Und ja, hier unten, hier füllt man das Wasser rein, macht dann zu. Und hier unten schraubt man den Duschkopf drauf, aber so, dass das Ganze nach unten zeigt. So, ich mache das einmal und dann zeige ich es, wie ich das meine. So, also, wenn man das dann aufhängt, das sollte hier ganz einfach nach unten zeigen. Natürlich, damit die Schwerkraft, das Wasser fließt nach unten und damit man da auch dann ganz einfach duschen kann. Hier dreht man dann auf und zu, wie gesagt, 20 Liter, hier einfüllen Wasser, dann legt man das in die Sonne oder hängt es gleich in die Sonne auf, so dass die Sonne hier auf die schwarze Seite drauf scheinen kann, damit das sich gut erwärmt. Und ja, bis am Abend hat man dann ausreichend Duschwasser. Für tagsüber kann man das wiederholen, für den Abwasch und so weiter beim Camping machen. Also ja, da kann man nicht nur jetzt direkt fürs Duschen nutzen. Aber gute Idee, wenn man outdoor unterwegs ist, dass man da so eine Dusche mitnimmt, und dann kann man auch die Körperpflege ganz einfach machen, beziehungsweise kann sich einfach outdoor auch duschen mit warmem Wasser. Das ist das Wichtigste. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen, und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.